Die Zeit der Schlüssel ist definitiv vorbei. Kein nerviger Schlüssel ist mehr nötig für meine Schlösser zu Hause. Bei mir schon seit über 3 Jahren im Betrieb, seit letztem Jahr dann auch mit RFID-Code. Da habe ich mir jetzt auf jeden Fall das dritte Schloss geholt, weil ich davon wirklich begeistert und überzeugt bin. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch heute mal ein Video zeigen und was ihr damit alles für Möglichkeiten habt. Ab geht's nach dem Intro. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Sauke Kramer und das ist mein elektronisches Türschloss. Das erste, das ist dieses hier, das habe ich jetzt seit 3 Jahren in Betrieb und anfangs nur mit Passwort und App und ich fand das aber mit den RFID-Chips ganz cool. Deswegen ist hier noch ein neues Schloss mit dabei, das wir hier heute testen bzw. einmal vorführen, einbauen, damit ihr seht, wie das geht. Das ist die Variante, wo man einen PIN-Code eingeben kann, zusätzlich mit RFID-Karten arbeiten kann bzw. mit so kleinen Schlüsselanhängern. Und zusätzlich kann man das Ganze noch per App steuern. Das Gerät selbst ist batteriebetrieben. Hier hinten drin befinden sich 3 AAA-Batterien. Und damit kommen wir auf eine Laufzeit von ungefähr 1 Jahr. Und ist die Batterie alle, wir werden wirklich bei 20% schon vorgewarnt, dass wir die Batterie tauschen. Ignorieren wir das, ist natürlich irgendwann das Schloss leer. Und die Tür geht nicht mehr auf. Um das Ganze im Notfall mit Strom zu versorgen, haben wir hier hinter nochmal eine Gummikappe, die wir abziehen können. Und so können wir dann wieder Strom draufbringen und die Tür öffnen im Fall des Falles, falls wir sämtliche Warnungen ignoriert haben. Ich würde sagen, wir tauschen mal eben ganz kurz das Ganze hier aus, damit ihr seht, wie es eingebaut wird. Als erstes müssen wir natürlich einmal das Schloss ausbauen. Dazu nehmen wir hier unseren Griff ab. Das wäre dann in dem Fall, wenn ihr noch normale Griffe dran habt, halt ein normaler Türgriff. Zack, den nehmen wir so runter. Jetzt lösen wir hier einmal die Schraube. Meistens ist es eine Kreuzschraube, manchmal bei alten Türen auch noch eine Schlitzschraube. So, zack, schon haben wir es draußen. Dann nehmen wir hier einmal unser neues Schloss. Zack. Setzen das Ganze wieder ein. Ganz wichtig natürlich die Schraube wieder rein. Den Türknopf ranmachen und schon lässt sich die Tür auch wieder schließen. Von außen natürlich nicht. Hier ist abgeschlossen. Erst wenn man den RFID-Code auflegt, den Code eingibt oder halt das Ganze mit der App entsperrt. Es gibt hier noch so einen Gummiüberzug, den braucht man nicht. Also das ist, wir haben das hier überdacht, wenn die Tür vielleicht freistehend draußen ist und da permanent Wasser drauf fällt, dann braucht man das. Aber ansonsten, wenn hier ein normales Überdach ist oder ne, dann braucht man hier keine Gummilumpen. So, es gibt jetzt verschiedene Varianten, das Schloss zu öffnen. Fangen wir an mit dem Code. Also wir können natürlich hier einmal unseren Masterpin eingeben, mit Schloss bestätigen, dann können wir das Schloss hier auf- und abschließen und nach einer gewissen Wartezeit, dann hört man ein kurzes Klacken und dann ist quasi die Zeit abgelaufen. So, wir können das Schloss hier nicht mehr öffnen. Wir können auch nicht irgendwie reinkommen, wenn wir hier das Ganze öffnen und an die Batterien oder sonst irgendwas rangehen. Das funktioniert definitiv nicht. Es ist sicherer als ein normales, herkömmliches Schloss mit Schlüssel beispielsweise. So, jetzt können wir noch Folgendes machen. Wir können in der App beispielsweise Codes festlegen, die nur eine gewisse Laufzeit haben. Zum Beispiel hat man Feriengäste, eine Ferienwohnung. Dann kann man den Code rüberschicken und bis zu 30 Tage Laufzeit haben diese Codes. Und da können wir insgesamt 10 verschiedene Codes vergeben, die man dann hier eintippen kann, wo man die Laufzeit selber über die App festlegen kann. Den Hauptcode der Tür kann man selbstverständlich auch immer verändern. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Vielleicht ist mal jemand da, der nicht mehr rein soll, dann ändert man den Code und fertig ist. Der kommt dann nicht mehr rein. Jede Öffnung wird dokumentiert und die kann man dann über die App abrufen, dass man sehen kann, wann welcher Code benutzt wurde, wann geöffnet wurde. Man kann auch Uhrzeiten für die Codes festlegen. Das ist ein bisschen unschön gelöst in der App, aber es funktioniert definitiv. Als nächstes kann man das Ganze natürlich auch mit der App öffnen. Das heißt, man kann jemandem eine Zugriffsberechtigung schicken, auch da wieder mit diesem PIN-Code für eine gewisse Zeit. Das heißt, er kann dann hier die App quasi öffnen und dann über Bluetooth verbindet sich das Handy mit diesem Gerät hier und öffnet automatisch unsere Schließanlage. Der dritte Punkt ist öffnen mit dem Transponder. Das heißt, einmal kurz draufgetippt, Transponder draufhalten und schon können wir unsere Tür hier auf- und abschließen. Und die Transponder, die kann man nachkaufen. 3 sind in dem Paket mit enthalten. Man kann auch günstigere Transponder verwenden. Ich zeige euch das mal. Ich habe die jetzt hier angelernt, deswegen funktionieren die. So, einmal drauflegen, zack, unsere Tür schließt wieder. Und also auch die günstigen Transponder funktionieren damit. Die habe ich euch natürlich unter dem Video in der Box verlinkt, wer sowas gerne haben möchte. Somit können wir beide Türen öffnen. Ich habe diesen Transponder an beide Türen angelernt und kann damit beide Türen dann öffnen.
Die neue Variante ist natürlich noch besser, noch überarbeiteter. Vor allen Dingen kann man hier zack einmal hinten Strom ransetzen, wenn man doch mal den Akku hat leer laufen lassen. Wir sehen halt jederzeit unseren Akkuzustand und gut, Datum und Uhrzeit könnten wir jetzt nochmal einstellen, damit wir das auch in der App nachher übertragen haben, wann wer uns besucht hat. Ansonsten ist das eigentlich eine sichere Geschichte, womit wir unsere Tür sicher auf- und abschließen können. Von innen ist es so, dass wir einen Knauf haben, den wir natürlich immer auf- und abschließen können. Auch hier können wir natürlich so ein Gerät wie hier dran setzen, dass wir es von beiden Seiten gesichert haben. Muss natürlich jeder letztendlich selber wissen. Ich selbst finde es eine coole Sache. Wie gesagt, das älteste Ding ist jetzt hier 3 Jahre alt, wo wir nur mit App und PIN-Code quasi gearbeitet haben. 130 Euro finde ich auch nicht allzu viel Geld. Installation kann wirklich jeder zu Hause machen. Wir müssen nicht extra Strom oder irgendwas legen und ist eine absolut sichere und schöne, ordentliche Sache, vor allem wenn man Ferienwohnungen hat oder wenn die Putzfrau nur zu gewissen Uhrzeiten rein soll und so weiter, kann man hier Codes mit Laufzeit, Uhrzeiten und so weiter festlegen. Die App ist nicht ganz so over the top, sage ich mal, aber es ist okay für den Preis. Wenn man überlegt, was Konkurrenzprodukte kosten, ist es okay. Und deswegen gibt es auch keine 5 Sterne von mir, sondern nur 4 Sterne, wie in der Amazon-Bewertung. Die könnt ihr euch gerne selber mal durchlesen. Und da seht ihr das Ding auch nochmal, gibt es einen Fingerabdruck und gibt es halt verschiedene Ausführungen. Wie gesagt, folgt dem Link, dann könnt ihr es selber angucken. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen und euch dafür begeistern für so ein tolles Schloss. Wer Bock hat, lasst doch ein Abo da, ein Like da. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Onkel Kramer hier auf YouTube. Geschlossene Gesellschaft. Macht's gut.